Hallo und willkommen zurück. Weiter geht's mit Vikings, Wolves of Midgard und unserem nordischen Krieger Iron Balls. Ich habe leider off-camp schon ein kleines Stückchen weiter gespielt, aber keine Angst, ich konnte es mir einfach nicht verkneifen. Es hat mich doch gepackt. Viel haben wir nicht verpasst. Ich habe lediglich ein paar Punkte in Loki noch investiert, weil ich musste einfach feststellen, Loki rockt das Haus. Ja, unser Dual-Wielded Krieger. Das ist der Mann für die groben Sachen, ne? Da muss nicht viel einstecken, der teilt eher hart aus. Wir quatschen auch gar nicht viel weiter. Wir starten direkt gleich mal in den neuen Raubzug, hier Eiserne Faust. Diese schmutzige Janung gruben im Sumpf herum, nur sich selbst und ihr kostbares Eisen im Sinn. Bieten sie ihre Hilfe an, wenn wir angegriffen werden? Bei Hell tun sie es. Lass uns sehen, wie sie sich fühlen, wenn ihr eigenes Dorf angegriffen wird. Auch hier natürlich wieder die Herausforderungen, werden wir mal gucken. Aber wenn ich das hier schon wieder lese, Schildmeiden, oh je, vor denen graut es mich schon wieder. Das sind meiner Meinung nach nordische Damen, die, sag ich mal, chronisch missachtet wurden von ihrem Mann wahrscheinlich. Ich will damit sagen, kurzum, die gehen mir auf den Sack. Ganz schön hart sogar. Ja, die blocken und blocken und blocken und dann machen die eins da auf, wie heißen sie, die Phalanxen, ja, machen einfach dicht und irgendwann kriegst du die grobe Kelle mit einem Wurfspeer. Oh, halt die Klappe. Das Sumpfland hatte bei den Jarnungen eine lange Zeit für großen Wohlstand gesorgt. Durch das Sumpfeisen, das unter dem Faulschlamm gedieh. Doch sie wurden selbstgefällig, in dem Glauben, dass ihr Pakt mit der Sumpfhexe sie vor jeder Gefahr beschützen würde. Jedoch hatten die Ulfung andere Pläne. Richtig, wir haben andere Pläne. Und die werden wir auch gleich in die Tat umsetzen, hoffe ich zumindest. Erreichen sie das Dorf. Gut. Ich werde jetzt mal versuchen, ein bisschen mehr auf Loki-Art zu spielen. Ja, mit der Gottheit Loki. Er geht halt einfach fluffiger von der Hand. Flauschiger. Ach, Herrgottchen. Ich bin doch ein... Naja. Jetzt habe ich schon quasi einen Heal-Pot verschluckt. Für nix. Weil ich mich in der Taste verhauen habe. So muss das. Natürlich nicht. Wobei, ich weiß nicht, also ich meine, in der mythischen, in der nordischen Mythologie waren doch die Raben eher die Freunde auch der Wikinger als Speer und teilweise auch aus Jagdvögeln mit eingesetzt. Und wahrscheinlich sind das hier keine Wilden, sondern das sind alles zivilisierte Jagdvögel. Dann geht's schon wieder weiter hier mit Blocken. Aber nicht mit mir. Aua. Und das macht mir nach wie vor immer noch Spaß. Das ist so ein richtiges, einfach nur Geschnetzel. Weich geht durch die Gegner. Wie ein heißes Messer durch Zucker. Brang. Gab's einen Rundumschlag. Aber was ich ein bisschen hasse, das sind immer solche verzweigten Karten mit dutzenden Wegen. Kann ich mich immer nicht entscheiden, wo ich lang gehe, weil ich immer alles erkunden will. Oder besser gesagt, ich weiß nicht, wo ich zuerst lang gehe, weil erkunden werde ich sowieso alles. Vor allem, wenn man auf die Boni aus ist, die es in der Herausforderung zu meistern gilt. Da war er wieder, der Sprachfehler. Ja. Ist schon blöd, wenn sich die Zunge verkeilt beim Sabbeln. Das kann manchmal ganz schön nervig sein. So. Da haben wir dann die Schatztruhe. Wetzstein-Amulett. Ich laufe gerade im Kreis, habe ich das Gefühl. Aber hier drüben geht es weiter. Ich werde mich mal auf der rechten Seite bleiben. Auf der rechten Seite befinden bleiben. Naja, so wird Deutsch da draus.
Und nein, danke der Nachfrage und der Fürsorge, im Moment ist mir nicht kalt. Aber du, mein Freund, hast ganz schön Kopfschmerzen. Also, da waren wir schon. Glaube ich. Du bist des Todes! Okay. Habe ich schon wieder fast vergessen, darauf zu achten. Hier ist dann noch eine Truhe. Eigentlich bin ich ja in solchen Rollenspielen immer der Zwerg. Immer ein Zwergenkrieger. Schade, dass es hier keine Zwerge gibt. Aber die Goldnase nach Schätzen, die ist dennoch vorhanden. Und das nicht zu wenig. Und hier, das meine ich. Diese Damen, die sind so nervig. Da kannst du versuchen, vorbeizuhechten, zu dashen, wie auch immer. Da kommst du nur mit irgendwelchen Special Abilities dran. Dagegen sind die dann halt doch nicht wehrhaft, standhaft genug, die Damen. Da war noch einer. Aber die Geräusche teilweise, ist hier irgendein zerlegt, so wie wenn man irgendeine so richtiger, ja, ich möchte jetzt niemanden so nahe treten, ich sage einfach mal genüsslich in so ein dickes Sandwich beißt oder in so einen dicken Burger und die Soße dabei runterschlürft. Hündin Ulfungs? Mir scheint, ihr seid hier fremd, großer Meister. Denn ich habe kein weibliches Geschlecht. Oder war das mein werter Protagonist, der da sprach? Ach komm jetzt. Dann muss es halt Loki richten, wa? Jetzt mal die grobe Kelle hier fürs Brett. Was jetzt noch geil wäre? Wenn diese Schilde eine Haltbarkeit hätten. Ja, und die dann irgendwann einfach mal bersten. So zu bröselt und da ist schon wieder so eine Tante. Das war falsch. Und vor allem drücken die auch so harte Bretter, die Frauen hier. Aber es gibt doch nichts über einen schönen Crit. So, in den Kommentaren hat auch einer gefragt, ob das nicht... Doch, sicherlich kann man die stoppen. In den Kommentaren wurde ich gefragt, ob das nicht ein bisschen zu leicht ist, der Schwierigkeitsgrad. Das kann gut sein. Ich habe das auf normal angefangen. Das Spiel. Meiner Meinung nach ist es aber auch völlig in Ordnung so. Gerade bei so Hack'n'Slash, Hack'n'Slay Games. Wenn es jetzt zum Beispiel mal ein Neuling sich da dran versucht oder sowas. Ich möchte jetzt auch niemanden an die Weste treten. Wenn sich da mal ein Neuling dran versucht, der wird sicherlich... okay, ich fange anders an. Also ich habe Erfahrung auch natürlich auf Hardcore-Modus. Jetzt zum Beispiel Diablo 3 oder Diablo 2, Diablo 1. Ja, auf Hölle. Es war schon teilweise echt knackig immer. Das ist hier auch der Fall, wenn man das dann dementsprechende Schwierigkeitsgrad wählt. Aber ich habe es jetzt einfach mal auf normal belassen, weil Punkt A, für mich ist das Spiel auch neu. Also zumindest jetzt dieses Spiel, nicht das Genre. Und es gibt dennoch schon die ein oder anderen Gegner, wo man auch auf diesen Schwierigkeitsgrad sich ordentlich die Zähne dran ausbeißen kann. Ja, da macht es Knirsch und dann ist die Kauleiste leer. So wie gerade hier bei diesen Schildmeiden, die sind halt wirklich recht nervig. Weil ich weiß nicht, das steht in keiner Relation. Die stecken ein und teilen aus, wie es eigentlich hier Iron Balls machen müsste. Ne? Der mit den Balls, der sollte richtig hart umzugehen, aber dem ist nicht so. Und ja, lange Rede, kurzer Unsinn. Es ist halt in der Tat wirklich so, ich spiele auf normal und ich meine auch nicht, dass der Charakter für den Anfang overpowered ist, sondern das ist einfach lediglich eine gute Klasse, wie sagt man, das eine Lernkurve darstellt. Ja, man wird von Mission zu Mission, von Gebiet zu Gebiet, natürlich in das in den schwierigeren Grad des Spiels rangeführt.
sodass dann auch die Demotivationskurve so niedrig wie möglich bleibt für halt eventuelle Neulinge. Das ist völlig in Ordnung so. Zu gegebener Zeit werde ich natürlich auch mal den harten Modus hier probieren und dann natürlich aber auch im Valhalla-Modus. Ja? Das heißt, wenn mir das Licht ausgeknipst wird, dann reißen wir echt ins Valhalla. Ja, da ist die Frage auch nicht, ob der Fährmann schon die Münze bekommen hat oder nicht. Wenn dunkel, dann dunkel. Ja? Machst du Licht aus? Alles dunkel. So. Das ist ein riesiger Sumpf. Wir sind hier oben. Jetzt muss ich mich mal kurz sortieren. Okay. Wir hauen einfach mal weiter darunter. Und schon wieder... Ach, oh, Herrgott, ich könnte mir jetzt gerade mal... Ne? In den Allerwertesten beißen. Wenn das anatomisch machbar wäre. Und hier die Wildsau. Rennschwein, wo die Rüssel. Teil 2. Überall hörst du so... Aber ich sehe gerade keinen. Doch, da oben. Oh, das war eine schöne Grid-Kombo. Also ich glaube, ich muss auf jeden Fall definitiv mehr Wert auf Grid legen. Und dann ist der Schaden. Weil ich bin ja jetzt bisher jetzt auf Schaden gegangen. Und auf Angriffsgeschwindigkeit. Glaube ich, ist dann eher irrelevant. Wenn wir eine entsprechend hohe Angriffsgeschwindigkeit haben und einen dementsprechenden Crit-Wert, sollte sich das eigentlich ausgleichen. Da gibt es hier unten noch was, eine Flagge. Das war's auch schon. Oh, der Arme, wie sie quieken. Ändert nichts an der Tatsache, dass es Schweinebraten gibt. Und ich stehe da drauf. Flonk, eiserner Schädel, Eiers, Profit, wie auch immer. Heilungswert 720. Regeneration 4. Das ist definitiv besser. Was ist das gewesen? Achso, das war das Einfrösteln. Das nehme ich nicht mehr, denn ich habe dieses neue Talisman. Jawohl. Und zwar haut er da einen Feuerball nach vorne, der explodiert und dann gibt es noch einen Bereichsschaden, wo die dann im Sekundentakt, ja, im Brennintervall von einer Sekunde, also es gibt 6 Ticks, die einen Feuerschaden von 20-30% noch machen. Und... Das Ding rockt halt ein bisschen mehr, ne? Wobei das Frösteln für harte Situationen auch nicht zu vernachlässigen ist, ne? Dann bleiben halt einfach mal die Mobs kurz eine Zeit stehen und tauen langsam wieder auf. Aber ich gehe dann nach der Devise knallhart rein und ganz schnell raus. Meine ich, fahre ich bestimmt besser. Hoppala. Das nenne ich fachmännisch zerlegt von Schweinchen. Hat bestimmt nicht lange, hat sich nicht lange gekühlt. Das tut gut hier. Nehmen wir mit. Ja, komm, wir laufen erstmal hier weiter. Ich könnte dem Sumpf entkommen, indem ich mich gegen Vorgebirge aufmache, falls ich nicht auf der Suche nach dem Weg erfriere. Das ist natürlich die andere Sache jetzt, ne? Wenn der Popo fröstelt, sind die Finger lahm. Das ist mal mit Schlachtblättern. Aber da oben sind wir schon gleich wieder an dem Feuer. Gehen wir nochmal her. Und was mich auch immer nervt, ist, dass ich diese Zorn, die Zornfähigkeit verpasse. Ja, die ist permanent eigentlich bei mir ready. Oh, was haben wir denn da vergessen? Holz und Gold brauchen wir alles. Nein.
Vorwärts. Jetzt mache ich mal was Gewagtes. Bisschen im Herdaschen. Einsammeln. In der Nähe muss doch irgendwo ein Unterschlupf sein. Es muss einfach einen geben. Jawohl, ja. Ich habe halt doch die besseren Argumente. Oh, hechel doch nicht so, wir sind doch am Feuer. So. Eine Dänen-Axt. Was ist denn das? Ach, mein Morgenstern. Das Schwert 61 bis 69. Ach, das ist eine Zweihand-Axt. Okay, gut, das können wir vergessen. Da ist die eh relativ niedrig im Schaden. Ne, nicht mit mir. Sage ich dankend ab. Ja, nochmal zum Feuer gucken. Okay, rennen wir mal da oben lang. Ich hoffe, dass wir uns hier nicht einen falschen Weg aussuchen. So kalt. Ich brauche ein Feuer, an dem ich mich wärmen kann. Kurz warm machen. Hier haben wir ja keinen Schnee mehr, das ist gut. So, aber hier ging auch noch ein Weg lang. Gut, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir von oben rankommen, ob wir das dann von außen nach innen quasi alles auffriebeln. Stopp! Kommt nicht näher! Diese Höhle ist mit meinen Fallen bespickt. Oh nein, von Fallstrecken bedroht. Was soll ich bloß tun? Nun sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ist schon in Ordnung. So. Na, guck, da sind die Fallen. Fällt auch kein bisschen auf. Nur gucken. Ja, genau, das meinte ich. Müssen wir nur gucken, dass er hier oben nicht durchnavigiert. Da musst du schon stärker werden. So, 17 Schildmeiden erwarten uns noch. Holla die Waldfee. Das kann ja noch was werden. Laut unserer Overview da, für die Achievement hätte ich fast gesagt, für den Bonus, den wir erlangen können. Gucken wir erstmal hier. Oh, was ist denn das? Schon wieder eine Runenansammlung. Pfeil, komische Dings und das X. Pfeil, komisches Ding und X. Und hier haben wir 4. Na toll. Können wir uns jetzt einen aussuchen? Ach, warte mal, hier ist so wieder was. X. Okay, machen wir das mal. Wie der Europäer liest, von rechts nach links. X. Dann dieses komische Dingens. Das war, glaube ich, gerade schon. Dann haben wir dieses Viereck und den Pfeil. Und den Pfeil. Jawohl. Das war ja easy. Hallo. Aua. Wir haben schon wieder welche. Momentchen. Das sind bestimmt die 3. Aua.
Das sind bestimmt die drei, die wir gerade hier gesehen haben. Da muss man gerade nochmal Lugi Lugi machen. Und zwar Dreieck. Ich sag jetzt einfach Viereck. Dreieck, Viereck, X. Dreieck, Viereck, X. Dreieck, Viereck, X. Na? Na? Ohne das Ding zu küssen. Ohne die... diese Balken hier zu küssen, sind wir durchgekommen. Das ist sehr schön. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier hingehen. Na komm, wir gehen erstmal hier rein. Loki fetzt. Macht mir Spaß. Oh, das ist eine große goldene Truhe. Mal alles sauber machen hier. Talisman der... Was stand da? Ich möchte es nicht ausdrücken, was ich da gerade im Augenwinkel gelesen habe. Aua! 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 Seid ihr denn wahnsinnig? So. Jetzt aber. Bam! Das war diese Talisman-Fähigkeit. Und jetzt rasten wir aus hier. So. Sonst noch jemand? Nein? Gut. Lugi Lugi, was war das? Talisman der Frigga. Eine heilende Zone erscheint, die euren Feinden Schaden zufügt. Oh. Schaden dunkel 15-25%. Schaden sind aber eine halbe Sekunde. Heilungswert 10% der Maximalgesundheit. Alter Schwede, wenn wir jetzt unsere Gesundheit hochstecken. Nö. Dann haben wir quasi unseren Taschendoktor. Heilungsintervall dauert 10 Sekunden. Ich würde sagen, das probieren wir mal aus. Diese Fähigkeit vom Talisman brauchen wir jetzt mal nicht unbedingt zwingend. Denn dauert eine Minute, bis es wieder aufgeladen ist. Und wenn wir uns dabei aber im Schnetzelmodus behalten, füllt sich unsere Zornleiste dementsprechend auch so schnell wieder auf. Und dann können wir auch einfach ausrasten. Ja, das sollte eigentlich... sich dann gegenseitig wieder aufheben. Der Tod steht dir gegenüber. Hoffe ich zumindest mal. Vielleicht denke ich ja auch falsch. Da kann man jetzt wieder Theorie craften und fachsimpeln. Ich mache das jetzt einfach so. Oh, wie das klingelt und klingelt. Überall die ganze Loot. Da freut sich dieses Rollenspielerherz, ne, wo man wieder aus tausende Sachen, was man lootet, auswählen muss. Und jedes Mal denkt, das könnte besser sein als das andere. Aber heute sammle ich nicht auf hier. Was ist denn los? Man lässt ständig irgendwelche Sachen liegen. Betritt das Dorf. Nun gut, aber wir haben den Sumpf noch nicht erkundet. Fertig. Ratze. Loki. Der Mann fürs Probe. Oh nee, zwei Bogenschützen und zwei von diesen Tanten. Plonk, 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 plonk. So.
Die haben wir auch befriedigt, die Dame. Blutopfern. Scheibengleister. Wir können ja gar nicht auf Grit hochgehen hier. Schaden oder Angriffsgeschwindigkeit? Beides ist sicherlich gut. Schaden wird wahrscheinlich mehr Sinn machen, wenn wir weiter auf Tür weiterspielen. Ja, Sword and Board. Angriffsgeschwindigkeit ist einfach der Schnetzelmodus von Loki. Da ich mich dazu entschieden habe, mehr Loki zu spielen und diesen Sword and Board Tür nur rausholen, wenn es wirklich brenzlig wird, gehe ich primär mal auf Angriffsgeschwindigkeit. Komm, das machen wir. Damit sind wir schon Stufe 6. So, Lalle. Wackel mit dem Schwanz, Ulfung. Aua. Ja, genau. Lass mich mal vorbei hier. Ich brauch Platz. Seid, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Oh, oh. Und ich kann nicht ausrasten. Aber ich will mal dieses Teil hier probieren. Dieser Talisman ist gut. Stiftung Warentest bestanden. Mit Testurteil sehr gut. Zumindest für den Moment. Kriegergürtel. Nee. Nee. Wir haben den legendären. Legendär muss einfach legendär sein. Na, hau doch mal die Badewanne kaputt. Geht das auch? Nee. Jo. Die mal mit ihren Elektroblitzstößen, Speerwurfmaschinen, Javelins und zweimal Blockmaschinen. Viele der Schmiede. Was war das für ein Symbol? Beiwerk. Schaden 1x1. Nur Äxte. Dann müssen wir Loki quasi na? So, machen wir es halt so. Jetzt passt auch wieder Sword and Board. Und 1,1x. Das ist jetzt unser Basisschaden um 1,1% erhöht oder das weiß ich leider nicht. Das weiß ich nicht. Muss mal gucken. Ist eine Truhe? Ne, ist ein Fass. Da haben wir die Truhe. Mach die Augen auf, Mensch. Oh, da muss ich jetzt gerade an eine YouTuberin denken. An eine nette Kollegin. Die Soraya, weil immer mit ihren flauschigen Grüßen und die Dame, die hier gerade sprach, mit flauschige Tatzen, das passt natürlich mit die Faust aufs Auge. Soraya, du hast da nicht etwa Synchronsprecher gemacht, oder? Für die deutsche Lokalisierung? Du konntest mir nicht mal einen Kratzer versetzen. So. Das stimmt allerdings, keinen einzigen Kratzer. Für die Ulfung. Aber, alter Schwede. Herrgott nochmal. Nimm das Schild runter, du. Mach auf das Tor. Wo läuft der jetzt hin? Das ist gut, jetzt macht er automatisch das Laufen zu irgendeinem Hebel wahrscheinlich. Guti, ihr Lieben.
hier machen wir einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über ein Abo von euch, damit ihr nichts mehr verpasst. In der nächsten Folge werden wir sicher gleich hier weitermachen. Und zwar werde ich dann höchstwahrscheinlich hier unten nochmal diesen Weg lang rennen, lang flitzen und diesen Riesenfleck, der hier noch offen ist, erkunden. Denn ja, ich möchte hier oben die ganze Geschichte noch einsammeln. Weil Bonis sind einfach geil, die brauche ich. Die wollen wir alle. Und danach werden wir uns mal hier oben zu unserem Oberfred begeben und mal gucken, was er so zu bieten hat. In diesem Sinne, ihr Lieben, habt ganz recht herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Iron Boss. Tschüss!